Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, und zwar das lautet The Tiny Bank Story. Ein, ja, man kann sagen, ein Click-a-Point-Spiel oder Indie-Spiel könnte man wahrscheinlich auch noch dazu sagen. Ja, hier ist so ein bisschen Rätselstimmung, soll hier jetzt aufkommen. Ihr seht hier, die Welt ist in Puzzleteile zusammengefallen, und ja, das wollen wir spielen. Es wird ein Blind Run, also nicht wundern. Dann fangen wir an. Profil habe ich schon mal angelegt hier, und dann starten wir mal und lassen uns überraschen, was hier passiert. Also Go, Spiel, Start. Okay, und da kriegen wir schon Anweisungen. Jawohl. Also was ich nur weiß, wir müssen hier irgendwie Puzzleteile sammeln. Kommt jetzt noch was? Da oben auf den Knopf und dann da rein. Ah, kommen wir etwas höher. Jetzt da. Okay, also jetzt sollen wir hier so Griffe finden. Okay. Runter. Scheinbar jetzt Tutorial. War's das? Ja, scheint so. Denn fangen wir an. Also, wir müssen irgendwie Puzzleteile immer sammeln. Soweit weiß ich. Und dann wahrscheinlich noch so weitere Missionen. Also, 25 Puzzleteile. Einen haben wir. Hier ist auch noch einer. Ganz auffällig. Da ist einer. Da oben ist einer. So, jetzt haben wir 4 Stück. Haben wir noch einen? Ah, hier ist noch einer. Nummer 5. Ist das? Oh. Noch was brauchen wir da? Irgendwie so einen Schraubenschlüssel wahrscheinlich, um das hier aufzudrehen. Sieht mir das Ganze noch aus. Was seid ihr hier? Ach, da. Die kann man sammeln hier, die Fliegen, oder? Wie sieht's aus? Ja. Tatsächlich. Achso, wahrscheinlich können wir uns da irgendwie einen Tipp erspielen. Vermute ich jetzt mal. Zack. 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 Und so weiter und so fort, ja. Hoffen wir, dass wir jetzt nicht gleich schon einfach einen Tipp brauchen. Also 20 Puzzleteile. Dann hier so 3 solche Leitergriffe sind es wahrscheinlich. Das ist eine Leiter hier geben, so wahrscheinlich. Da können wir auch rein, oder wie? In den Stiefel. So, da ist ein Puzzleteil. Hier ist einer. Und dort ist noch einer. Haben wir noch was? Das ist wahrscheinlich ein Griff, oder? Nee, oder? Doch. Hier ist auch einer. Den nimmt er nicht. Haben wir da noch was? Sieht nicht aus. Was brauchen denn die da? Das ist ein bisschen Kohle. Uiuiui. Im Stiefel wird gebraut. Alles klar. So, jetzt haben wir das dann gleich voll. Konnten wir jetzt nach oben. Was ist das? Also ein Rad, das sich dreht. Okay, dann wie wir es hier drauf drücken. Push und nach oben. Ja, das dürfte man schon mal klar nicht übersehen. Dort ein. Dort ein und da ein. Haben wir noch ein. Da ist ein Rad drin. Wahrscheinlich kommt das bestimmt auch noch. Was ist das hier? Also hier können wir ein bisschen Seilbahn schwingen. Was haben wir denn hier? Ei. 2. 9. 4. Da ist auch eine 4. Achso, immer Pärchen bilden. 4. Das ist römisch 6. Und das ist eine 6 eventuell. Ja. Woll. Was haben wir denn noch? Hier ist eine 9. Und da ist eine 9. Okay. Hier ist eine 5 auf den Würfel, oder? Ja. Haben wir hier eine 5 irgendwo? Die Hand wahrscheinlich, oder? Ja, genau. Hier ist die andere 2 und diese 2. Jawohl. Haben wir noch was?
eine 8. Das ist ein Dreieck hier. 1, 7, ach, hier ist eine 8, okay. So, hier haben wir eine 0. Wo haben wir noch eine 0? Der Kreis. Seht ihr auch, ja? Als 0. Jawohl. Okay, dann haben wir eine 7, eine 1 wahrscheinlich, und das soll wahrscheinlich ein Dreieck sein, also eine 3. 7, 1, 3. Ja, dann merken wir uns das mal. Vielleicht könnten wir das noch gebrauchen. Dann schauen wir uns jetzt erstmal weiter um. Was haben wir hier? Noch nichts. Na komm. Wunderbar. Jetzt ist natürlich die Frage, wofür wir dann diesen Code wohl brauchen werden. So. Sammeln wir jetzt die erstmal ein. Also hier können wir nicht höher, dann gehen wir nochmal runter. Moment mal, hier ist ja noch so ein... Ja, genau. Das ist aber keiner, nee. Ob, können wir das auch öffnen? Ah, das ist ein Kurzschloss. Dann gehen wir mal da. Vielleicht die 7... 1, 3... Ja, jawohl. So. Okay, und jetzt brauchen wir Glühbirnen. Okay, Glühbirnen. Schauen wir nochmal hier rein. Hat mir hier Glühbirnen drin gehabt? Das scheint mir nicht so danach auszusehen. Was ist das? Na, das sieht auch nicht danach aus. So, Glühbirnen. Wo sind Glühbirnen? Drauf. Und hoch. Hier Glühbirne, da haben wir eine. Schon mal. Dann schauen wir mal weiter. Was ist mit das? Nee. Sieht auch nicht danach aus. So. Das war ja nur der Code, da ist ja nichts weiteres. Bräuchten aber nur eine Stufe. Das ist die gute Frage, wo die ist wohl. Das ist es nicht. Hier ist jetzt auch nichts mehr weiter. Nochmal nach unten. Wo soll noch so ein Teil sein? Dann ist jetzt auch nichts. Hopp. Ist jetzt voll das Ding? Jetzt ist es voll, okay, wunderbar. So, eine Leiterstufe fehlt immer noch. Aber das ist es nicht. Glühbirne haben wir auch nicht. Hm, das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen blöd. Haben wir denn hier nicht hier noch irgendeine... Oh, ist das vielleicht eine Glühbirne? Ja, das ist eine Glühbirne. So, aber wo soll hier noch so ein Griff sein? Das ist er auch nicht, der Griff. Das ist schon mal mäßig hart hier. Aber das ist er auch nicht, der Griff. Das ist natürlich jetzt auch blöd. Dann müssen wir mal weiter gucken. Es muss doch noch irgendwo ein Griff sein. So. Nochmal hoch. Hoch. So. Ein Griff fehlt uns noch. Ja. Wo ist dieser Griff? Das ist die gute Frage. Wahrscheinlich übersehe ich ihn ständig und dabei ist er in Wirklichkeit relativ nah. Ist ja echt schon. Aber hier ist ja nichts gewesen. Das ist schon sehr seltsam jetzt runter.
Ach, das. Ja, natürlich. Das ist der Griff. Natürlich. Wie kann man das auch nur übersehen? So, dann die Griffe wahrscheinlich hier dran. Jawohl. Komm hoch. Jawohl, zu Omachen. Was sagst du? Porträt gleich Schlüssel. Hier dieses Porträt oder was? Ja, 25 Dosen. Ach du liebes bisschen. Nee, ist denn die noch zu retten, die Oma? Eieiei. So, dann werden wir jetzt hier erstmal ein bisschen sammeln. Wieder vielleicht erstmal hier die Puzzleteile. Ich werde auch über den Set auch erstmal am Stück aufnehmen, also jetzt nicht nach 15 Minuten hier Verabschiedung und sowas weiteres. Da werden wir gucken. So, da haben wir eins, da haben wir eins, hier ist eins, da ist eins, da ist eins. So. Dann schauen wir mal weiter. Das sieht nichts danach. Aus Glühbirnen wird das als 2 gezählt? Jawohl. Das ist ja schon mal Wunder. Bah, so, haben wir denn noch irgendwo was hier? Nee, halt, hoch, 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 wieder hoch. Das war der Hang nach unten. Wollen wir nicht machen. So, hier ist noch eine Glühbirne, hier im Schrank. Kommen wir daran. Er hat ein Puzzleteil noch. Und sonst erstmal nichts. Haben wir was? Brauchen wir einen Schlüssel? Nee, wieder hoch. Können wir die Treppe auch hoch? Ist das auch möglich? Ja, also aufs Dach. Okay, hier ist eine Glühbirne. Hier ist nur eine, da ist eine. Puzzleteile, da. Da haben wir noch eins. Wunderbar. Und zwei fehlen noch. Ich hoffe, die werden wir auch noch hinbekommen. Haben wir denn noch etwas hier? Ist das ein Luftballon? Fernrohr, was jetzt? Oh! Oh, hier diese. Jawohl. Bum, bum. Bum. Das sind jetzt diese Flaschen, scheinbar. Boah, die kommen. Ich hoffe, die kommen mehrfach. Wir jetzt schon einige verfehlt haben. Jawohl. Zack. Müssen wir natürlich auch noch gucken, wo was drin ist, in welcher Flasche. Da ist was drin. Hier ist was drin. Ne, das war nichts drin. Da ist was drin. Ne, 11 Stück noch. Da ist was. Noch 10. Wo ist noch etwas? Eine befüllte. Da ist eine. Na, auch wieder nichts. Ah! Fehlt. Sehr schön, noch 3. Da ist einer. So, noch einer. Einer. Und ich kommt da noch was? Ja. Woll. Sehr schön. Das war die Flaschenpost. Die können zu den Bildern. Wunderbar. Zu den schönen Bildern. Dann gehen wir zu dem Bilderrahmen. Der war bei Omi. Bei der Omi. Bilderrahmen. Oh, ein Puzzle. So, dann vielleicht erstmal so die Ecken. Also erstmal so der Rand. Das sieht nicht nach Rand aus. Erstmal hier ein bisschen Ordnung reinbringen.